Ihr braucht die Anleitung für einen glutenfreien Sauerteig? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich habe hier 50 Gramm Buchweizen-Vollkornmehl und gebe 50 Gramm Wasser hinzu. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, wenn ihr auf Mehr klickt. So, und was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem glutenfreien Sauerteig und einem normalen Sauerteig in Anführungsstrichen? Im Prinzip gibt es gar keinen. Den Mikroorganismen für den Sauerteig, also die wilden Hefen und die Sauerteigkulturen, denen ist es komplett egal, ob das Mehl glutenfrei ist oder nicht. Das heißt, ihr könnt auch hier nach diesem Video nicht nur einen glutenfreien, sondern auch einen herkömmlichen Sauerteig herstellen. Es geht tatsächlich jetzt hier ganz einfach. Also ich habe jetzt das Mehl mit dem Wasser vermischt und gebe das jetzt in ein Gefäß. Ich kann euch hier wirklich sehr ans Herz legen, ein Glasgefäß zu verwenden. Sei es ein sauberes, ausgewaschenes, altes Gurkenglas oder wie ich das jetzt hier nutze und zur Verfügung gestellt bekommen habe von Brotliebling, ein extra Sauerteig-Starterglas. Der Vorteil bei letzterem ist einfach, dass ihr einmal einen Ring habt, um zu erkennen, wie weit fortgeschritten der Teig ist. Das könnte man zur Not auch sonst mit einem Band oder Gummiband machen. Aber ihr habt hier auch nochmal so einen Aufkleber mit der Temperatur. Und gerade das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr einen Sauerteig herstellt. Denn meistens scheitert es an einem unreinen Glas oder an der schlechten Temperatur. So, ich habe meinen Sauerteig jetzt 12 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Naja, stimmt nicht ganz. Es war nicht ganz Zimmertemperatur. Ich habe es im Backofen mit eingeschaltetem Licht gestellt. Also das kann ich euch sehr empfehlen. Wenn es nicht warm genug ist, es sollten tatsächlich um die 26, 28 Grad mindestens haben, dann stellt eure Teige einfach an eine warme Stelle. Vielleicht habt ihr einen Gärautomaten oder in den Backofen mit eingeschaltetem Licht. Das ganze Equipment, was ich nutze und empfehlen kann, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. So, nach den 12 Stunden habe ich es einmal umgerührt und wieder 12 Stunden ruhen gelassen. Dieses Mal werde ich noch mal eben den Ring drum machen. Ist ein bisschen schwierig, weil die Menge jetzt gerade noch so gering ist. Aber hier könnt ihr einstellen, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ihr das Ganze gefüttert und angesetzt habt. So, und nach den 12 Stunden könnt ihr schon erkennen. Da hat sich jetzt wirklich was getan. Also 24 Stunden nach dem ersten Ansetzen hat sich der Teig schon richtig schön entwickelt. Es hat sich ein bisschen Feuchtigkeit gebildet im Glas, das ist aber nicht schlimm. Ich nehme jetzt nochmal 25 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Es kann sein, ich habe ja jetzt Vollkornmehl verwendet, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein helles Mehl nehmt. Egal, ob es Buchweizen, Reismehl oder ein Kokosmehl ist, dann kann es sein, dass das bei euch flüssiger ist. Dann könnt ihr auch ein bisschen weniger Wasser verwenden. Aber aus diesem Grund zeige ich euch das Ganze. Ich persönlich empfehle bei Sauerteigen, wenn möglich, immer Vollkornmehle zu nehmen. Das ist einfach, finde ich, für die Entwicklung des Sauerteiges besser. Es ist aber auch kein Muss. Ich habe das auch schon gehabt, dass ich einen Sauerteig füttern musste und nur ein helles Mehl da hatte. Probiert es aus. Es ist kein Hexenwerk und ich weiß, wie verwirrend so viele Anleitungen im Internet zu Sauerteigen sind und dass man sich da auch einfach ein bisschen verloren fühlt. Und ich versuche euch hier zu helfen mit meinen Videos. Ich verlinke euch daher am Schluss auch noch mal eine Sauerteig-Playlist. Schaut euch die an, wenn irgendwas unklar ist und schreibt mir sonst gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. So, die 25 Gramm Mehl mit dem Wasser habe ich verrührt und gebe sie jetzt zu dem Bestandssauerteig, also dem potenziellen neuen Sauerteig. Und jetzt seht ihr, geht das mit dem Ring auch schon viel besser. Das war jetzt am Abend. Montagabend bei mir in dem Fall. Und normalerweise würde ich den Teig jetzt 24 Stunden ruhen lassen. Jetzt ist es der nächste Morgen und ich sehe, oh je, der ist richtig in die Höhe geschossen, also Wahnsinn, und wieder eingesackt. Das bedeutet, dass der Teig richtig hungrig ist. Das heißt, er hat sich toll entwickelt, er braucht aber mehr Futter.
Das heißt, ihr könntet zum Beispiel bei Schritt 3 auch 50 Gramm Mehl hinzugeben. 25 Gramm waren vielleicht in dem Fall zu wenig, aber kein Problem. Er wird jetzt nochmal ausnahmsweise schon nach 12 Stunden gefüttert mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Wie gesagt, die genauen Schritte stehen nochmal unten in der Beschreibung. Und es ist tatsächlich bei Sauerteigen so, und das schreckt ab, jeder verhält sich anders. Es kann sein, dass ihr bei Schritt 3, dass nach 12 Stunden noch nichts passiert ist und vielleicht auch nach 24 Stunden nichts. Da macht ihr trotzdem einfach mit Schritt 4 weiter. Das kann man nicht vorhersehen. Bei mir hat er sich jetzt so entwickelt, dass ich ihn schon bei Schritt 3 nach 12 Stunden statt nach 24 Stunden füttern musste. Das kann aber auch genauso anders sein. Das ist mir auch schon so gegangen. Einfach weitermachen, weiter füttern. Haltet euch an den Plan, der unten ist. Das wird werden. Vertraut mir da wirklich. Ich habe schon ganz viele tolle, süße Kommentare gekriegt, dass es mit der Einleitung endlich geklappt hat. Ich habe den oberen Rand jetzt nochmal mit einem feuchten Tuch eben gereinigt und mache jetzt hier nochmal das Bändchen drum. Wir haben also jetzt Dienstagmorgen statt Dienstagabend. So, Bändchen drum, 9 Uhr. Und dann lassen wir das Ganze wieder warm stehen. Entweder bei Zimmertemperatur oder in den Backofen. Und 12 Stunden später hat er sich zwar entwickelt hier, dorthin ist er aufgestiegen, ist aber dann auch wieder eingesackt. Also da hätte ich jetzt schon nach 6 Stunden was machen können. Ich habe mir aber absichtlich jetzt diese 12 Stunden Zeit gelassen, um euch das auch wirklich nach Anleitung zu zeigen. So sieht er aus. Also die Entwicklung ist wirklich klasse und ich freue mich, dass das wirklich so auf Anhieb so gut geklappt hat. Das passiert auch mir, wenn ich mal Sachen ansetze. Das hatte ich kürzlich mit einem Sauerteig, den ich für euch gemacht habe und ein Video gedreht habe. Da hat das nicht sofort geklappt. Da habe ich einen Sauerteig aufgefrischt und es passierte nichts wirklich. Der war wie tot. Und auch dann musste ich Geduld beweisen und dann einfach wieder weitermachen und es nochmal aktivieren und dann hat es dann geklappt. Also lasst euch nicht ins Bockshorn jagen. Es gibt ganz, ganz viele Anleitungen im Internet und ich möchte euch mit diesem Video wirklich die Angst davor nehmen. Bei mir braucht ihr nicht das Wasser mit der Temperatur abmessen, auch nicht das Mehl. Solche Anleitungen gibt es auch und die haben ihre Berechtigung, aber ich finde gerade Anfänger fühlen sich hiervon abgeschreckt. Mir ging es zumindest damals so. Und ich bin aber froh, dass ich mich jetzt dran getraut habe und euch mittlerweile auch zeigen kann, wie das geht. So, ich habe jetzt am Dienstagabend nochmal 50 Gramm Mehl mit 50 Gramm Wasser vermischt und gebe das dann zu meinem Bestandssauerteig, rühre das kräftig um. Das ganze Equipment, was ich nutze und empfehlen kann, findet ihr wirklich unten in der Beschreibung. Guckt da gerne einmal rein. Also da stehen nicht nur die Mengenangaben, sondern auch das Equipment, das ich nutze. Und hier auch vielen lieben Dank an Brotlieblingen, die mir das Glas zur Verfügung gestellt haben. Ich finde das richtig gut. Und dieser Teigschaber, der mit dabei ist, finde ich, eignet sich sehr gut, gerade bei weichen Sauerteigen, um das Ganze durchzurühren. So, hier mache ich auch noch mal mit einem feuchten Tuch das eben sauber. Sauberkeit ist tatsächlich das A und O, denn wir wollen ja, dass sich die richtigen Kulturen vermengen. Daher vorher immer die Hände ordentlich waschen. So, jetzt auch hier wieder einmal das Band. Wie gesagt, wir haben Dienstagabend. Normalerweise müsste der Teig jetzt 24 Stunden ruhen. Aber der ist tatsächlich schon sehr stark und auch wieder hier nach 12 Stunden. Er hatte sich fast verdoppelt, nicht ganz. Das ist aber einfach auch ein Zeichen dafür, dass ich ihn hätte in kürzeren Abständen füttern müssen. Also nicht ins Bockshorn jagen. Das sind jetzt 12 Stunden. Normalerweise wartet ihr 24 Stunden ab. Und wenn ihr den Teig nicht sofort braucht, dann hier jetzt in dem Fall nochmal füttern, abwarten und dann in den Kühlschrank stellen oder direkt in den Kühlschrank geben oder etwas Leckeres backen.
Wie wäre es mit einem schönen Brotrezept? Wenn ihr darauf Lust habt, wie ich euch ein köstliches glutenfreies Brot zeige, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, dann werde ich da noch mal was Schönes für euch zaubern. Hier sind weitere Videos für euch und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.